Hier ist Kätzchen und willkommen zu einer neuen Folge von My Sims Kingdom. In der letzten Folge haben wir zwei kleine Inseln fertiggestellt und jetzt sind wir auf dem Weg sozusagen zu der, sagen wir es, vorletzten Insel. Denn hier ist ja dann nur noch eine Insel frei und dann werden wir mal sehen, was uns dann erwartet. Dann gehen wir mal dahin. Wow, die Königliche Akademie. Ich habe immer davon geträumt, einmal hier zur Schule zu gehen. Es soll hier einen wunderbaren Kaliber. Hast du je darüber nachgedacht, deinen Horizont ein wenig zu erweitern, Buddy? Klar, aber wer hat da schon Zeit, die Zeit zu? Darum habe ich auch einen Abendkurs in Taubensprache gemacht. Es ist immer wichtig, sowas zu kennen. Wie sagt man denn, du bist komisch in der Taubensprache? Die Ladebildschirme sind immer noch zu. Ach, hier, ist das nicht die Bürgermeisterin? Oh, das kann doch nicht... Oh, nein, schon zu, so spät. Oh, was ist denn los, Madam? Meine Schüler, sie sind alle zu spät und die Glocke, das kann nicht. Oh! Hey, schon in Ordnung, wir helfen gerne. Lori, hier ist ein Stabträger. Ein Stabträger? Oh, das ist fantastisch. Vielleicht kannst du mir tatsächlich helfen. Ich bin Rosalie P. Marshall, Direktorin der Königlichen Akademie. Aus irgendeinem Grund hat die Schulglocke heute Morgen nicht geläutet und keiner der Schüler zum Unterricht erschien. Kein Problem, Miss Marshall. Wir werden die Schüler schon zusammentrommeln. Und nächste Woche sind die Abschlussprüfungen und ich möchte, dass die Kinder gut abschneiden. Schließlich kommt König Roland immer zur Abschlussfeier und ich möchte doch einen guten Eindruck machen. Ja, klar, ich. Und bald ist auch schon der große Ball. Und ich habe noch gar nichts vorbereitet und es soll noch etwas ganz Besonderes werden. Oho! Nein! Komm, Rosie, das kriegen wir schon hin. Tut mir leid, manchmal wird einfach alles zu viel. Vielleicht solltest du einfach nicht zu viel nachdenken. Bei mir hilft das immer. Danke, wir haben vier Schüler hier an der Akademie. So wenig? Lohnt das sich überhaupt? Könntet ihr sie bitte finden und ihnen sagen, dass sie zum Unterricht kommen sollen? Rosie kennen wir doch aus, die Bürgermeisterin von deiner Stadt in My Sims. Achso, die ist gerade beschäftigt. Oh nein, ich kann erst mit dem Unterricht beginnen, wenn alle vier Schüler anwesend sind. Haben bestimmt den Krankenschein vergessen. So, wir sollen jetzt die Schüler ausfindig machen. Also, hier hinten ist schon mal einer. Zwei sogar. Liberty und, wie heißt du, Travis? Oh, Travis, immer redest du nur über dein Telefon und nie über uns. Oh, habe ich das jetzt laut gesagt? Ups, ich gehe dann mal besser zum Unterricht. Hier, Travis. Oh, hey, ich bin Travis. Ich wollte Liberty gerade erzählen, wie toll mein neues Telefon ist. Na, dann werde ich sie ja nach dem Unterricht zeigen. Danke. Ja, bitte. So, drei Orangen haben wir schon mal. Was können wir denn hier überhaupt abschürfen? Das interessiert mich immer ungemein. Kam da jetzt gerade Schokolade raus? So einen Felsen hätte ich auch gerne. Ich liebe Schokolade. So groß dürfte ja die Insel ja nicht sein. Ach, hier ist ja noch jemand. Hallo, wer bist du? Jazz. Ich arbeite gerade an meinem nächsten extremen Stunt. Also mach mal Platz, ja? Was? Rose will, dass ich zur Schule komme? Dann hat der Streich mit der Glocke wohl nicht funktioniert. Naja. Ah, du bist der Schuldige. Das Portal kenne ich irgendwoher. Das hat so ein paar Mal, Sims 2 Vibes. Hier ist ein Orangenbaum. Ah, es fehlt aber immer noch jemand.
Drei sind hier. Er hat aber was von vier erzählt. Oh, hier ist ja noch ein. Die sehen manchmal so richtig gruselig aus. Wir öffnen mal die Truhe. Hier. Gib mir ein I. Gib mir ein G. Go, Igel. Oh, es ist wirklich schon Zeit für die Schule. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Schule, Mann? Oh! Was ist denn hier passiert? Wer tut denn sowas? Unsere Schule ist Dschungel! Go, Igel! Travis, was glaubst du, ist hier passiert? Nun, ich bin kein Detektiv. Aber ich nehme mal an, dass das alles auf Jess missgewachsen ist. Du Döse, du. Naja, aber eigentlich hast du recht. Es ist auf meinen Mist gewachsen. Du bist ja so klug, Travis. Jess, was ist denn passiert? Es tut mir echt leid, Miss Marshall, aber ich werde alles erklären. Naja, ich wollte etwas machen, das der Schule viele gute Presse einbringen würde. Klar, alles zum Wohle der Schule. Ich dachte mir, dass ich die Schule als Drehort für meinen Blockbuster Jazz, der Film, gebrauchen könnte. Natürlich brauche ich Platz für meine ganzen Stunts, darum habe ich die ganzen Pulte und so aus dem Weg geräumt. Und die Dekorationen der Schule haben auch nicht wirklich zum Stil gepasst. Der Kram liegt jetzt auf einem großen Haufen hinten am Kai. Und was ist dann passiert? Sie sind ins Wasser gefallen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Jess! Du darfst Miss Marshall nicht so aufregen. Du weißt ganz genau, dass das schlecht für euren Blutdruck ist. Sehr klug, Jess. Sei still, du Öse. Hey, hör auf, Travis Döse zu nennen. Das darf nur ich. Danke, Lib. Kinder! Kinder? Die sind so groß wie du und so alt, scheinbar auch. Beruhigt euch. Wir müssen einfach... Oh, ich fühle mich ja so schwach. Soll ich einen Herzdruck... Sauerstoffzelt. Danke. Ich vergesse immer, dass wir einen königlichen Stabträger bei uns haben. Glaubst du, dass du uns helfen kannst, die Schule wieder aufzubauen? Sehr schön. Und versuche, eine Atmosphäre zu schaffen, die zum Lernen anregt, ja? Wir brauchen vier Punkte und eine Tafel. Oh, und ich brauche auch noch ein Podium. Wie kann... Ach so, da kriege ich bestimmt eine Rolle jetzt. Kannst du bitte das Chaos beseitigen, das Jess angerichtet hat, und das Schulmaterial wieder an Ort und Stelle stehen? Außerdem würde ich der Schule gerne etwas umdekorieren, um eine geeignete Lernatmosphäre zu schaffen. So, bitteschön. Hey, Lindsay, Liberty und ich wollten ein bisschen abhängen. Hast du Lust mitzukommen? Wir wollen über Jungs reden. Klar, hört sich gut an. Hey, Lori, du darfst auch mitkommen. Hey, Buddy, sieh dir das mal an. Scheinbar hat Jess einen Stunt drauf, den er uns zeigen will. Der beste Stunt, den du je gesehen hast, du Döse. Ja, Buddy, das ist so cool, dass dir gleich die Augen rausfallen werden. Klasse! Lori, wenn du alles mit Liberty und Summer besprochen hast, kannst du auch kommen. Na, du scheinst ganz schön beliebt zu sein. Nichts wie raus mit dir, amüsier dich mit den Kindern. Ich gehe ins Büro und entspanne mich auf meiner Weise. Arbeiten korrigieren. Um Gottes Willen. Na, ich gehe natürlich erstmal zu den Mädels. Ist ja wohl logisch.
Ich gehe zu den Mädels. Wo sind denn die? Die sind hier hinten. Wie wir gehört haben, steht bald der große Ball an. Ja, und er wird wunderschön werden. Ich kann es kaum abwarten. Wirst du denn auch mit ein paar Jungs tanzen, Liberty? Ja, es gibt da einen ganz bestimmten Jungen. Ich hoffe sehr, dass er mich zum Tanzen auffordert. Oh, Lib. Du kannst nicht einfach so dastehen und auf ein Wunder warten. Du musst zu dem Jungen hingehen und ihn selber fragen. Wirklich? Fragst du denn einen Jungen, ob er mit dir zum Ball geht, Summer? Oh, natürlich. Travis. Was? Travis? Klar, ich habe mir sogar einen besonderen Cheerleader-Spruch für ihn ausgedacht. Ich warte nur noch auf den perfekten Moment, um ihn vorzutragen. Wow, das ist sehr ausgefallen. Ja, jetzt aber mal unter uns gesagt. Es ist ziemlich offensichtlich, dass er mich mag. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir sollten so schnell wie möglich herausfinden, wen Travis wirklich mag. Lori, wenn du dich mit Travis anfreundest, kannst du bestimmt herausfinden, wen er mag. Ja, und dann kannst du es uns erzählen. Okay, also sie hat aber kein Ausrufezeichen dran. Buddy und ich sind überzeugt, dass Travis dein Buddy? Du hast dich mit Buddy unterhalten? Wo sind denn die Kerle? Kontakt knüpfen. Hallo. Überlieberin, wir plaudern erstmal. So. Auf Gitarre abrocken, komm, bist doch ein Kerl, du magst doch sowas. Mach den Robo über Summering. Mach den Robo. Über Telefone reden, das mag er ja gerne. Über Liebe reden. Möchtest du wirklich wissen, was ich wirklich mag? Mein neues Telefon. Es kann einfach alles, Lori. Okay. Kommen die Orangen, die mal hier mit. Er hat dir gesagt, dass er sein Telefon liebt? Na, Jungs! Warte mal, Liebe. Hallo, würdest du mal... Hallo! Dann halt nicht. Ich will von dir eine Schriftrolle haben. Wo bist du denn jetzt hin? Jetzt keinen Sinn. Elegantes Ingenieur. Bitteschön. Ah, Strom scheint hier zu funktionieren. Sonst würde es nicht so... So, ich soll zu den Jungs. Die waren ja hier hinten irgendwo, ne? Quietsch. Hier. Chess. Hallo. Ach so. Jo, Startträger, ich wette, Travis würde keine 2 Sekunden in meinen Extremomat überstehen. Natürlich können wir das erst herausfinden, wenn du die Maschine angeschlossen hast. Also, mach dich an die Arbeit. Das kannst du auch freundlicher sagen, du. Du Hund, du. Normal ein Stromgenerator, ne? So, Travis, sag ich schon immer. Scheiß. Oh yeah, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen, Travis. Ab mit dir in den Extremomat. Was will ich jetzt sehen? Ja!
So, lass uns das erste alljährliche Jazz McFreely Extreme Event beginnen. Wer den Extremomat überlebt, erhält den glanzvollen Titel Extrem. Hör endlich auf, Extrem zu sagen. Langweiler, rein mit dir. Okay, jetzt oder nie. Los, Travis, versuch zu überleben. Gar kein Problem. Oho! Oh Mann, das war spitze. Oh, Travis, das hättest du sehen sollen. Ich habe auch einen ziemlich guten Eindruck gewonnen. Danke, Jess. Ach, komm schon. Es war garantiert viel cooler, als mit Liberty in der Bibliothek zu streben. Oh nein, Liberty, die habe ich ja ganz vergessen. Wir waren zum Lernen verabredet. Lori, du musst mir helfen. Ich kann da nicht mit leeren Händen aufkreuzen. Ich muss ihr irgendwas als Entschuldigung geben. Vielleicht kannst du ihr ja etwas basteln. Ja, gute Idee, Buddy. Ich mache ihr ein Freundschaftsarmband. Vielleicht könnt ihr mir helfen, das Material zu finden. Was brauchst du denn, Travis? Okay, Lori. Wenn wir ein wirklich tolles Freundschaftsarmband machen möchten, brauchen wir Edelsteine und Edelmetall. Und was? Genau? Das musst du mir schon mal sagen. Und? Was brauchen wir noch? Das Blaue. Saphire. Ja, Platin habe ich genug. Gut, dann muss ich mal kurz meinen Metalldetektor rausholen, wenn die Fernbedienung mal wieder nicht funktionieren würde. Also, wie schon gesagt, ich hoffe, dass sie das bei der Switch die Kontrolle bisschen besser haben. Weil sonst kriege ich hier eine Malle. Würdest du mal aufhören, mit ihnen zu quatschen? Das bin ich. Danke, Lori. Das wird dir garantiert gefallen. Okay, Liberty, du schaffst das schon. Wenn er hier vorbeiläuft, fragst du ihn einfach, ob er mit dir zum Ball gehen möchte. Das ist doch gar nicht so schwer, oder? Liberty? Oh, hi, Travis. Hey, ich muss dir etwas sagen. Okay, aber ich zuerst. Ich habe hier etwas für dich. Ein Freundschaftsarmband. Oh, weil wir doch so gute Freunde sind. Tut mir leid, dass ich zu spät bin, okay? Ja, Freunde. Also, was wolltest du sagen? Nichts. Ich muss gehen. Oh, dann sehen wir uns später. Oh, Liberty, warum kannst du Travis nicht einfach sagen, was du für ihn empfindest? Oh, Liberty, du tust mir leid. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du Travis auch so sehr magst. Was machen wir jetzt? Ich muss herausfinden, ob Travis mich nun gern hat oder nicht. Ich weiß, wenn Travis mir hilft, unsere Schulmaskottchen zu finden, muss er mich ja einfach gern haben. Schulmaskottchen? Welches Schulmaskottchen? Entschuldigung. Das sind meine beiden Buddies. Wo ist denn Dings? Hier. Hey, Lori. Hey, Summer. Hast du mich gesucht? Ja, unser Maskottchen ist weggelaufen. Könntest du mir helfen, es wiederzufinden? Natürlich, Summer. Das tue ich doch gern. Danke, Travis. Ich weiß auch nicht, warum Filbert immer einfach so wegläuft. Filbert? Nun, warum gestalten wir nicht einfach seinen Stein neu? Das würde ihm bestimmt gefallen. Das ist eine großartige Idee. Du bist einfach der Beste, Travis. Danke, aber unglücklicherweise bin ich nicht besonders begabt im Dekorieren. Hey, Lori, könnte ich mal wieder deine unglaublichen Stabträgerfähigkeiten in Anspruch nehmen? Du bringst den Stall auf Vordermann und ich versuche, Filbert, den flinken Igel, wieder aufzutreiben. Ah, Igel. Danke, Lori. Danke, Travis. Ihr seid wirklich spitze.
Ja, und wo? Hier bestimmt, hä? Und so wird er nicht da sein. Ferbert ist ja so süß. Ich wette, er werde sich über ein paar niedliche Dinge in seinen Stall befreien. Stimmt, fein. Ist das nicht sein Stall? Wo ist denn sein Stall? Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht. Hier vielleicht? Weil hier hinten sieht das sehr... Nee. Kann ja nur hier der Ferch sein. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ist er. Gut, Hammer. Wundervoll. Hier, bitteschön. Ja, Felbert zu Hause ist jetzt perfekt. Vielen Dank. Was ist denn das für ein riesiger Igel? Hey Leute, ich habe den Igel gefunden. Er war dort drüben eigentlich nicht zu übersehen. Wenn mir das Schulmaskottchen verloren geht, werde ich nie im Leben zur Ballkönigin gewählt. Oh, bitte, du musst Felbert finden. Hä? Er hat doch gesagt, er hat ihn schon gefunden. So groß ist die Insel nicht, ne? Aber desorientiert hoch 10. Hier ist er. Okay. Kommt, Travis, sei schon Filmer. Genau, schön. Warum ist denn die KI so bescheuert? Los! Mhm. Oh, die Kamera! Ey, du komischer Kackigel, jetzt komm! Geh doch mal woanders hin! Wie sie sich freuen! Der Igel ist doch nicht mehr da, der klemmt hier fest in der Spalte! Wollen wir mal kurz raus? Jetzt aber! Ja, wie soll ich ihn da reinkriegen? Die kam... Also die... Wo ist denn der fette Igel? Wo ist der hin? Wo ist der Igel? Hä? Der Igel ist weg. Wo ist denn jetzt hin? Wo ist das Vieh? Was machen denn da hinten? Na gut, wegen mir kann er da hinten bleiben. Los, vorwärts! Nimmst du das jetzt einmal jede Ecke mit? Alter, dieser... Wo ist denn der? Der kommt, glaube ich, hier nicht hin, ne? Ja. Ich muss es leider noch mal entfernen. So. Wo will denn der hin? Nein! Jetzt geht er wieder zurück! Was ist das für ein dreckiges Mistvieh? Hey! Komm! Go, go, go! Geh da hinten lang, wo du hergekommen bist. Genau, über den Felsen. Los! Komm! Go, go, go! Und wir gehen nicht zusammen angeln? So. Bang, bang, haut drauf, der flinke Igel gibt niemals auf. Go, Lori. Filbert sieht ziemlich glücklich aus. Ich glaube, er wird jetzt nicht mehr weglaufen. Danke, dass du das für mich getan hast, Travis. Weißt du, ich habe auch einen ganz besonderen Spruch für dich. Oh, du brauchst gar nichts Besonderes für mich zu machen. Was? Dafür sind Freunde doch da, oder nicht? Ich hätte das für jeden hier gemacht. Ach, tatsächlich? Ja, also, pass jetzt gut auf Filbert auf. Ich muss zurück in den Schlafsaal. Bis später. Ich hätte das für jeden gemacht? Jungs! Wieso da wie so ein Panzer? Was ist denn nur mit denen los?
Das würde ich wirklich gern mal wissen. Wie jetzt, ob sie Brot unterm Arm hat. Und nun? Ein Glück, Filbert ist wieder da. Vielen Dank, Lori. Jo, Stadträger, hier gibt's eine Aufgabe für dich. Ich habe von der alten Rose endlich die Erlaubnis bekommen, unser Schlafsaal umzugestalten. Ich könnte natürlich einfach ein paar Poster an die Wand kleben, aber das ist nicht mein Style, verstehst du? Und was ist dann dein Style, Jess? Lori wird dir alles abreißen und meine ganz persönlichen Skatepark bauen. Nein, das glaube ich nicht. Ich werde so lange auf dem Extremomatel trainieren, bis alles fertig ist. Aber mach schnell, ich bin nämlich ziemlich ungeduldig. Wieso? Muss ich jetzt mit Zeitlimit bauen oder was? Ich finde, wir sollten etwas anderes machen. Wenn wir schon renovieren dürfen, sollen wir etwas bauen, das allen gefällt. Hey, wir könnten doch die Mädchen überraschen. Sie sind in letzter Zeit eh immer so schlecht drauf. Ich frage mich, was Summer and Liberty gefallen könnte. Lori, das ist eine Aufgabe für dich. Wenn du schön unauffällig bist, merken sie auch nichts. Vielleicht kannst du ja Kontakt mit ihnen knüpfen oder so. Achso, ich muss erstmal Travis das sagen. Ich glaube, es wäre das Beste, wenn wir den Schlafsaal dekorieren, dass er jedem gefällt. Könntest du herausfinden, wie Summer sich den Schlafsaal vorstellt? Und wo du schon mal dabei bist, könntest du ja auch herausfinden, was Liberty eigentlich möchte. Ja, ihr beide könnt auch was übernehmen. Was ist ein Summer ist ja. Über Cheerleader reden? Sie ist böse. So. Cheerleader-Spruch Nummer 2. Cheerleader-Spruch Nummer 3. Oh, ich war über Vorlieben reden. So, Summer, was hättest du denn für welche? Filbert zu Hause ist ja so niedlich. Irgendwas möchte ich auch meinen. Ich möchte auch irgendwann ein niedliches Zimmer haben. Also müssen wir dann rein, ne? Den brauchen wir ja nicht zu fragen. Und jetzt muss ich die noch finden. Wo ist denn die? Hier ist sie vielleicht in der Schule? Das kann auch sein. Gehen wir mal rein. Oder ist hier nur die Bürgermeisterin? Nö. Die feiert sogar noch was anderes. Also hier ist sie nicht. Du kannst jetzt hier die Tür benutzen, damit du raus, damit du in der Schule reingehst. Was ist das für ein geiler Abend? Und über Vorlieben reden. Schlangen sind wirklich cool. Eigentlich finde ich alles cool, was aus der Natur kommt. Naja gut, da haben wir ja ein bisschen was. Die anderen beiden stehen da wie bestellt und nicht abgeholt. Ist Travis noch da? Die Insel ist zwar klein, aber sehr, sehr, sehr. Weiß ich nicht. Also hier ist Summer und hier ist Travis. Bitteschön. Super, Summer mag niedliche Sachen, dann soll sie auch diese bekommen. Ein wenig Natur für Liberty, cool. Also, 30 Schoki, 30 Dinger und Platin haben wir, glaube. Und dann wieder Angeln. Angeln, ich hasse Angeln. Super. Da brauche ich mich nicht zu angeln. So. Schlafseitigo-Rolle. Bitteschön. Mein Headset rutscht mir gerade fast. So. Also wir haben Bücher, ein Mikroskop, ein Pinguin, einen außerirdischen Reifen, einen Tulpentopf. Noch was? Ein Reptilienanstrich.
Gut, jetzt könnten wir... Travis? Wo ist denn die Kackschule? Mensch, Mann, ich biege immer falsch ab. Die ist ja hinten. Nee, auch nicht. Mann. Verwirrend. Jetzt aber. Okay, jetzt kommt der Schlafzentral. Kümmern wir uns zuerst um die Inneneinrichtung. Wir brauchen ein paar technische Sachen für mich. Für unseren Kumpel Jess sollte es ein klein wenig lustig sein. Und für die anderen beiden wissen wir ja das. Ach so. Das ist euer Schlafsaal. Alter, das ist ja sehr mickerig. Raus, mein Tür benutzen. So. Ja, gar kein schlechter Anfang. So, jetzt ist die Fassade, damit wir Summer und Liberty auch wirklich beeindrucken können. So, was brauchst du denn jetzt? Okay, jetzt kümmern wir uns um die Fassade. Liberty möchte was Natürliches. Summer mag niedliche Dinge. So. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das ist perfekt. Los, das müssen wir den Mädchen zeigen. Oh Mann, ich kann es nicht fassen. Das ist perfekt, Lori. Du bist einfach fantastisch. Hey, da kommen sie. Überraschung. Oh, das ist wunderschön. Einfach zauberhaft. Lorida, das hast du gut gemacht. Das ist schön. Naja, Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Also meine besten Bauwerke sind es hier bei MySims nicht. Ja, Jess wollte eigentlich einen Skatepark daraus machen. Aber wir dachten uns, dass ihr das hier lieber mögt. Das ist ja so süß von euch. Vielen Dank, Travis. Kein Problem, Lip. Das habt ihr euch verdient. Ihr beide seid super. Was ist das? Das ist kein Skatepark. Nein, das ist überhaupt kein Skatepark. Oh ja, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Wir dachten uns, dass wir zur Abwechslung auch mal was Gutes tun könnten. Nicht cool, Mann. Überhaupt nicht extrem. Aber wartet bis zum Ball, dann klären wir die Sache, Kumpel. Was soll denn das wieder heißen? Das soll heißen, dass du Rotz mich zum Ballkönig ernennen wirst. Du heulen wirst und ich dann... rüber lache, dass du heulst. Nie im Leben wird dich Mrs. Rosaline zum König ernennen. Ich glaube, du vergisst deine Kleinigkeit. Ich bin Jasmine. Ich kann gar nicht verlieren. Wir sehen uns auf dem Balldöse und vergiss deine Taschentücher nicht. Lass ihn nur reden, Travis. Du wirst der beste Ballkönig aller Zeiten sein. Danke, Lip. Ich glaube nicht, dass Miss Rosaline auf Jess Masche reinfällt. Du wirst gewinnen. Danke, Summer. Wir sind aber noch nicht fertig. Ich weiß auch noch, was mir blüht. Wir folgen mal hier die. Wusste ich nämlich. Hier ist nämlich... Hier ist ja gar keine Stromquelle. Wie soll ich denn das machen? Oh je, der große Stallbild schaffen und wir sind noch gar nicht fertig mit den Vorbereitungen. Es muss noch so viel dekoriert werden. Könntest du mir vielleicht helfen und die Tanzfläche dekorieren? Ja, aber die Tanzfläche hat keinen Strom.
Oder gibt es hier irgendwo eine Windmühle, von der ich... Ich sehe hier nichts. Muss ich jetzt die Solarplatte hier reinmachen? Oder wie, oder was? Oder ist das für später? Wundervoll. Endlich haben wir alles für den Ball vorbereitet. Ja, aber Strom fehlt doch noch, oder bin ich jetzt falsch? Wo ist denn der schon wieder? Hier. Okay, Lori, jetzt oder nie. Sprich mit dem Mädchen, mit dem ich deiner Meinung nach tanzen soll. Ich bin direkt hinter dir. Bist du auch hinter mir? Nö. Komm. Hier. Liberty. Hallo, Liberty. Hallo, Travis. Wir sind ja schon sehr lange befreundet und... Ja. Und weißt du, das ist auch gut so, weil ich finde, dass du eine sehr nette Person bist. Ja. Und wäre es da vielleicht okay, wenn ich dich fragen würde, ob du mit mir tanzen willst? Ja. Ich glaube, das wäre okay. Die können doch nicht tanzen, da ist doch kein Strom. Naja, jedenfalls weiß ich jetzt, was Travis wirklich fühlt. Wie glücklich Liberty ist, so habe ich sie noch nie gesehen. Schön für dich, Liv. Es wird Zeit, den diesjährigen Ballkönig und natürlich auch die Ballkönige zu verkünden. König des heutigen Schulballs ist Jazz McFreely. Ja, hast du das gehört, Travis? Ich bin der König, ich bin der König, Mann. Ist mir doch egal, ich habe alles, was man sich nur wünschen kann. Oh. Und die Königin des Abends ist Summer. Ich fass es nicht. Naja, sehr viel Auswahl gab's ja nicht. Okay, Jess, das ist wirklich etwas Besonderes für mich. Du wirst doch nicht gemein zu mir sein, oder? Was? Summer, ich würde doch nie gemein zu dir sein. Mir macht es nur Spaß, Travis zu ärgern. Ich habe immer deine Intelligenz bewundert. Ein paar von deinen Cheerleader-Sprüchen sind echt klasse. Wirklich? Und das meinst du auch ernst? Na klar. Und außerdem muss ein König seiner Königin den gebührenden Respekt erweisen. Die ganze. Entschuldigung, werte Dame, würdest du mir vielleicht die Freude machen, heute Abend mit mir zu tanzen? Oh, ein perfekter kleiner Gentleman, liebt gern mein Herr. Dass Buddy überhaupt meine Freundin hat, oder was? Dieser Buddy kommt nicht auf die Idee, mich zu fragen. Oh. Da sind wohl auch ein paar Liebesschmetterlinge in der Luft. Nein, ich bin doch nicht in den verknallt. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Tut mir leid, einfach weiter tanzen. Na komm, den See, dann tanzen wir mal ein bisschen. Golemo kommt auch schon. Ich frage mich, welche Belohnung König Roland heute für uns hat. Irgendwie habe ich im Gefühl, dass Golemos Besuch diesmal besonders lohnend sein wird. Ich habe auch ein gutes Gefühl. Ein Grillkäse-Sandwich. Golemo hat dir ein gegrilltes Käse-Sandwich gebracht? Mit Gurken. Hey, Golemor sagt, er habe eine sehr wichtige Nachricht vom König Roland.
Lori, König Roland, hat eine ganz besondere Überraschung für dich. Er möchte, dass du sofort zum Schloss zurückkommst. Wow, was könnte das denn sein? Hat er nicht gesagt. Selbst Gullimore weiß es nicht, was es ist. Los, Lori, schnell zurück zum Schloss. Gut, wir sind auf. Weiter hoch geht's auch nicht. Seht ihr die Liste hier? Ich sehe was, was du nicht siehst, und der Anfangsbuchstabe ist O. Ozean. Oh wow, wie hast du das denn nur gewusst? Buddy, immer wenn du ein Wort mit O suchst, ist es Ozean. Ah, Lori, was soll ich sagen? Du hast all unsere Erwartungen übertroffen. Und die waren ziemlich hoch. Oh ja, meine Untertanen waren schon lange nicht mehr so glücklich. Seit der letzten Blütezeit des Ordens der Stabträger nicht mehr. Ich danke dir. Moment mal, heißt das etwa, dass unsere Mission vorbei ist? Lori ist jetzt ein Meisterstabträger. Eure Mission ist erst vorbei, wenn ihr es so entscheidet. Ihr könnt den Leuten natürlich so lange helfen, wie ihr möchtet. Sir, Gullimore sagt etwas von einer Überraschung. Natürlich, Buddy. Das habe ich nicht vergessen. Lori, wir haben uns überlegt, wie wir für dich deine großartigen Taten danken können. Ich möchte dir etwas Land schenken, dein eigenes Land. Ich habe diese Insel verzaubert. Du kannst hier alles bauen, was du möchtest. Und dein Zauberstab wird nie das Mana ausgehen. Tja, es wird schließlich Zeit, dass du auch einmal was für dich baust. Kraft des mir verlierenden des Amtes befehle ich nun jeden einzelnen Sinn dieses Königreichs, die riesige verrückte Tanzparty bei Lori zu besuchen. Und er? So. Okay. Das war My Sims Kingdom. Ich dachte eigentlich, eine andere Insel wird auch noch kommen, aber scheinbar nicht so sehr. Ja, ich muss sagen, dieses Spiel hat mir wirklich außerordentlich viel Spaß gemacht. Außer die eine Insel, die kann wegen mir verrecken gehen. Die Karaketbucht. Ich habe diese Insel so gehasst. Die anderen Inseln, die gingen. Obwohl ich sagen muss, die letzten drei Inseln waren ziemlich kurz geraten. Ja, du hast noch Postgame bei jeder Insel, da kannst du auch noch Dinge bauen und alles. Da ist ja die Raketenbucht, wenn man vom Teufel spricht, ne? Ich finde es ja auch schön, dass einige Charaktere ja auch von Sims, My Sims 1 dabei sind. Ich sag jetzt mal My Sims 1. Also ein Wiedererkennungswert, wenn du den ersten Teil gespielt hast, dann weißt du, ah, das ist Rosie, das ist DJ Candy zum Beispiel und so weiter und so fort. Ich muss sagen, es ist schon eine Verbesserung zur alten Formel. Sie haben ein bisschen die Formel erweitert mit Kabel ziehen und so, das ist aber wirklich Dreck mit der Wii-Steuerung, sagen wir es mal so. Ich hoffe, wenn das Kausi-Bundle kommt, das kommt ja jetzt am 19. November, dass es von der Steuerung her besser wird, wie jetzt hier die Wii-Variante. Ich hoffe es zutiefst, ich werde sie mir auch holen und gönnen, aber vielleicht nur offscreen, also nicht nochmal aufnehmen. Wir haben ja jetzt dann My Sims Kingdom ja dann schon Let's Played. My Sims bin ich noch am überlegen, es zu Let's Playen, aber auf dem PC. Ich habe zwar schon damals Let's Show mal gemacht, 3, 4 Jahren oder so. Ich werde sehen, wie ich es jetzt dann handhaben werde. Ich würde ja auch gerne mal My Sims Agents und My Sims Super Heroes, was wie immer das Kram heißt, und dann gibt es noch einen dritten Teil. Da werde ich mal schauen. Agent ist sau teuer, wenn du das auf der Wii holen willst, also auf dem Gebrauchtmarkt. Sau teuer, da bist du wirklich arm, wenn du das holst. Racing habe ich gar nicht so gesehen. Diese Sky Heroes, den weiß ich nicht, da habe ich mich noch gar nicht so informiert.
Oder war das der Superhero? Ja, es gab einmal was, irgendwas mit Flugzeugen, also mit Piloten und irgendwas, dann auch mal mit Superhelden oder so. Ich kann es aber jetzt auch vertauscht haben. Naja. Wir werden sehen, wie ich es jetzt dann handhaben werde. Ich würde auch mal als letzte Show auch mal die DS-Version der jeweiligen Teile auch mal in Angriff nehmen. Die sind jedenfalls nicht so sacke teuer. Und da werde ich dann mal schauen. So, die Dance hier immer noch so holen. Da kann ich jetzt schon mal ein bisschen was sagen. Wie schon gesagt, Gameplay. Ich würde es mehr auf dem PC feiern als auf der Wii, aber My Sims ist ja auf der Wii zu Hause gewesen. Außer der erste Teil. Musik gab es zwar, aber es ist wie im ersten Teil auch. Das ist nur in der Nähe der Häuser. Und lustig ist es vor allen Dingen, also Humor hat es. Man merkt, es ist aber auch an Kinder gerichtet, ne? Also es ist jetzt nicht so wie soll ich das sagen? Sims-Reihe hier, Sims 1, Sims 2, Sims 3, Sims 4. Es ist mehr an Kinder gerichtet, deswegen auch der Chibi-Style, aber ich finde das super. Und jetzt gucken wir mal, was uns jetzt noch erwartet. Lori, ich freue mich, dir hiermit die Urkunde für Loris Insel überreichen zu können. Das ist unsere Insel. Ach so. Kann ich jetzt für die dann was bauen oder sowas? Keine Ahnung. Wollen wir mal ein bisschen reden kurz. Ich kann es sogar denn eigentlich, was wir hier nicht alles Verrücktes bauen können. Wie groß ist denn unsere Insel überhaupt? Naja. Es ist zwar eine kleine Fläche, aber wir können ja was bauen dann für uns drei zusammen. Und ja. Ich sag jetzt Ciao und Miau und wir werden uns dann vielleicht, wie ich schon gesagt habe, auch mal bei einem anderen My Sims Let's Play finden. Entweder, wie schon gesagt, es wird Sims 1, My Sims, also das allererste. Agents muss ich mal sehen, ob ich die hier, wie wäre es schon ein bisschen günstiger mal kriege. Und was war es noch? Sky Heroes? Und es war das Sky Heroes? Ich weiß es nicht. Es gab noch einen Teil, der war aber grottenschlecht. Ich werde mal schauen, wie ich es machen werde. Ciao, ciao.